Frenkel Fortzelt. Heute. Let's Play Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Ich kann hier gerade nicht löschen. Ich stehe zu nah dran. Scheißdreck, verdammter. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das eben manuell. Muss ja auch gehen, oder? Bevor ich jetzt mit diesem komischen Ding hier rumspritze. Das geht mit dem ja viel besser jetzt gerade. Habe ich ja sofort im Griff hier. Dachte ich. Warum ist das jetzt noch nicht aus? Warum? Was ist jetzt noch? Was ist jetzt hier noch das Problem? Irgendwo ist noch ein Funk. Ah, da vorne. Habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen. Hurra! Ich hab's geschafft! Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. So. Also, können wir wieder einsteigen? Ach, geht nicht, weil ich einen Schlauch noch ablegen muss. Zack! Und jetzt! Hip hip hurra. Und da gab's keinen Verletzten? Wieso das denn? Ich meine, hallo, wenn das abgestürzt ist, dann fängt das jetzt das Regnen an, oder was ist jetzt los? Das fängt voll an zu schiffen. Ich glaub's ja nicht, ey. Ups. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. So. Gut, dann versuchen wir uns nochmal zurück durchzuschlagen. Nach Hause. Ich weiß gar nicht, habe ich in der Schicht schon geschlafen? Ich glaube nicht, ne? Naja. So weit komme ich jetzt eh nicht. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Da ist doch dann eh wieder irgendein Alarm dazwischen. Wir kennen doch unsere Pappenheimer. Ich fahre schon wieder völlig chaotisch, umständlich außen rum, glaube ich. Aber naja, komm. Das kriegen wir schon. Irgendwann kann ich da links abbiegen und dann wird alles gut. Upsa. Upsi. Mann, ey. Merkt ihr, wie das Ding hinten rumrutscht? Da haben wir mal wieder einen Rondomedia-LKW. Da fahren ja immer nur Besoffene mit, haben wir ja schon festgestellt. In einer der vorangegangenen Episoden. So. Komm, den stellen wir jetzt einfach mal hier ab. Drauf gepfiffen. So. Jetzt schaue ich mal. Ich weiß wirklich nicht, ob ich geschlafen habe schon in der Schicht. Deswegen probiere ich das jetzt nochmal aus. Ich weiß ja jetzt, wo das Schlafzimmer ist. Alle senkrecht. Na, alles klar? Ach. Mann, regt mich nicht auf. Weil ich steht nicht ständig im Weg rum, ihr Idioten. So. Könnte ich fast bis zum Schichtende schlafen, wenn das jetzt noch geht. Okay, ich habe schon geschlafen. So viel zu dem Thema. Das ist ein bisschen gruselig, wirklich wahr. So. Gelaufen sind wir noch länger nicht mehr, glaube ich. Dann gehen wir mal laufen. Eine Runde. Mitten in der Nacht. La 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 la. Da läuft jedes Mal einer vorbei. So. Natürlich nehmen wir die schwere Hantel. So, rechts oben seht ihr ja die Uhrzeit. Um 8 Uhr ist Feierabend. Erfahrungsgemäß kommt jetzt aber noch irgendein Auftrag rein. Und dann überziehe ich wieder. Und dann kriege ich wieder einen Anpfiff vom Chef, dass ich zu viele Überstunden mache. Weil ich glaube kaum, dass das jetzt bis 8 Uhr so weitergeht ohne Einsatz. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Zum Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Huch! Das ist ja direkt hier. Ich habe mich schon gewundert. Florian 6 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Dass da kein Pfeil da war. Das ist ja voll ums Eck hier. Oh,
Ist das die olympische Fackel? Das olympische Feuer, was da oben brennt? Mal schauen, ob ich da von der anderen Seite... Nee, 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 ich muss schon von der Seite dran. Na, das ist einmal ein netter Auftrag. Da ist wirklich nicht so weit. Da schaffe ich es vielleicht sogar noch bis zur Stechuhr. Ich werde wahnsinnig. Unglaublich. So. Zack. Ausfahren. Gucken, wie das geht hier. Na, war das gut oder war das brillant oder war das oberbrillant? Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. So, jetzt kann der Feierabend kommen, würde ich sagen. Hallo? Ach, was ist jetzt los? Muss ich noch einfahren, oder was? Ja. Habe ich vergessen, tut mir leid. So. Du Arschloch. Der fährt wirklich ohne Rücksicht... Florian 6 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste fährt der mir rein, der Arsch. Okay, jetzt pass auf, jetzt fängt wieder das Regnen an. Was ist denn Florian das jetzt? Florian 6 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Ja, wir wissen es langsam. So, passt auf. Florian 6 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Deine Platte hängt, Alter. So. Gehen wir mal schon hin zum Ausstechen. Das klappt ja diesmal auf die Minute pünktlich. Ich werde wahnsinnig. Schaut euch das an. Der Wahnsinn. Aber sowas von haargenau. So. Verstoß gegen das Wegerecht. Ja, das glaube ich, habe ich gemerkt. Das passt schon. Da kann ich mich jetzt nicht beklagen. So, wo waren wir stehen geblieben? Tag 10. Tag 11. So, noch 475 Punkte. Das könnten wir doch jetzt in dieser Schicht schaffen, oder? Das wäre ja mal eine riesen Gaudi. Dann habe ich vielleicht schon das Messfahrzeug oder was dann als nächstes kommt. Da bin ich ja mal gespannt hier. Ja, doch vor der Freude hat der liebe Gott der Computerspiele die Wartezeit vor dem Ladebildschirm erschaffen. Das ist natürlich immer ein bisschen lästig. La 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 la. Da könnte man aber ein bisschen was singen in der Zeit, aber das wollt ihr nicht wirklich. Ich könnte mir einen Kaffee holen. Die Katzen füttern. Ich bin zu faul. Ich warte lieber. Das ist ja gleich soweit. So, mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichtanteilung. Dir teile ich heute den TLF Florian 5. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das... So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So, die Nummer 5. Wie geht's? Was geht dich ein Scheißdreck an? Und, erstmal pennen. Ah, okay, ich brauche 2500 Punkte. Rechts oben steht's, 2025. Und wenn ich die 2500 habe, dann steige ich auf eine Stufe. Und deswegen lege ich mich gleich mal hin. Und dann sind schon mal 4 Stunden rum. Tarem, tarem, tarem. Da schraubt wieder ein Hubschrauber draußen rum. Das habe ich jetzt gerade gehört. Also die Stangen runterrutschen, das bringt ja irgendwie gar nicht, ne? Weil, was soll ich hier? Ich meine, hier ist doch gar nichts. Wenn hier jetzt wenigstens die Kaffeeküche wäre. Deswegen dachte ich, da ist die Kaffeeküche. Das würde wenigstens Sinn ergeben. Aber wer hält sich hier schon auf, wenn es dann irgendwie Alarm schreit? Also ich nicht. Das ist doch schon ein bisschen komisch. So. Was machen wir denn hier? Ich würde gerne mal die Pizza essen, aber das geht nicht. Ich versuche es ja immer wieder, aber es geht nicht. Ah. Komm, hauen wir so einen Kaffee rein. Dann sind wir wieder fit. Das ist irgendwie viel einfacher als trainieren. Und nicht ganz so anstrengend. So, der Fünfer. Machen wir gleich mal auf hier. Und dann machen wir natürlich wie immer alle Tore auf am Fahrzeug auch, ja? Wisst ihr ja warum? Rolltore müssen alle offen sein. Das ist, das gehört so bei der Feuerwehr. Das ist Pflicht.
Das wissen viele nicht, aber ich kläre euch gerne auf. So. Und jetzt steigen wir mal ein. Ja, das ist wirklich Pflicht bei der Feuerwehr, weil, da habe ich mich mittlerweile erkundigt, weil es das schneller geht, wenn man irgendwie Menschen retten will und so, ja, und Brände löschen, dann braucht man das nicht erst vor Ort aufmachen. Ja, könnt ihr mir wirklich glauben, ist so. Ja, wir machen jetzt mal schnell wieder einen Spritztest. Spritzt, wackelt und hat Luft. Einsatzbefehl für Florian 5. Im Außenbereich des Sportflugplatzes wurde ein Alarm gemeldet. Hier ist Öl ausgelaufen. Begib dich bitte umgehend dorthin und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Dann mal los mit euch. So, wo muss ich hin? Diese Richtung. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. So, das war wieder ein kleiner Umweg, aber naja, die Kollegen sind eh viel langsamer. Dann ist es also völlig wurscht. Und außerdem, was man nicht vergessen darf, die Kollegen machen eh nichts. Ich mache das alles alleine. So. Tatütata. Öl binden, das hatten wir auch noch, hatten wir auch schon mal, aber nicht, nicht vor kurzem, das ist schon ein bisschen länger her. Mal schauen, ob der Herr Frenkel wieder vergessen hat, wie das geht. Das kommt ja schon mal vor, dass der Herr Frenkel was vergisst. So, wo ist denn das? Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Wo ist denn das Oil of Olas? Mal gucken. Ah, das sieht ein bisschen aus wie hingewichst, wenn ihr mich fragt, aber ihr fragt mich ja zum Glück nicht. So. Moment. F wie Findemittel, das braucht man hier erstmal. Ist das nicht der Wahnsinn, wie gut ich das mache, wie brillant. Vor allen Dingen, der Schatten hat keine Tüte in der Hand. Fällt euch das auch auf? Das ist ein bisschen komisch. So, dann brauchen wir den Besen. Weil ohne Besen nichts gewesen. Mit Gürbegesen nehmen wir den Besen. Da könnte man auch mal einen Hausfrauensimulator machen. Ne? Was haltet ihr davon, liebe Entwickler? Ganz nach Putzen, Wäsche waschen. Aber das wäre wahrscheinlich schon wieder sexistisch. Ich sag nur Aufschrei! So, geschafft. Florian 5 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. So, dann rein in die gute Stube. Das Blaulicht aus. Und dann einfach mal wieder so getan, als ob man wieder nach Hause möchte. Oh, da landet gerade ein Flugzeug. Sehr interessant. Ist das hier bei mir? Nicht ganz. Na, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. So. Diese Richtung bitte. Moment. Jetzt ist es wieder dunkel. Dann machen wir mal das Licht an. Hilft ja ein bisschen was zumindest. Und dann geht's wieder nach Hause. Oh, oh, oh. Da kommt ein Flugzeug von links. Das ist aber noch relativ weit weg. Tja, meine lieben Freunde da draußen an die Fernseher, jetzt brauche ich noch ein paar Punkte, um nochmal aufzusteigen, eine Stufe. Ob ich das schaffe, werdet ihr jetzt nicht mehr erfahren. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende dieser Episode. Und ich habe endlich mal wieder einen Cliffhanger. Ja, werde ich es in der nächsten Folge schaffen, aufzusteigen? Seid auch ihr mit dabei! Wenn Herr Frenkel wieder versucht, ein besserer Feuerwehrmann zu werden. Ja, also, wie gesagt, wir sind am Ende und wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte wie immer ein Like da, damit ich das auch sehe. Einsatzbefehl für Florian 5. Ja. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Aus einem Gebäude wurde austretender Rauch gemeldet und eine Person wird derzeit noch vermisst. Sollte
unverzüglich darum. Prüfe, ob sich im Inneren des Gebäudes noch jemand befindet. Passt auf euch auf.